Und sein Sohn, der glaubt halt an ihn und so, und sein Vater ist für ihn halt das größte Idol und so, bla bla bla. Und dann, was war dann? Er muss halt so und so viel Geräte wegbringen und so, und dann landet er halt am Ende mit seinem Sohn, soweit ich weiß, auf der Straße. Und dann beginnt halt richtig harte Zeit für beide. Der Sohn geht noch in den Kindergarten. Meine ich zumindest, war das so. Und na, schmeiß mal das weg. Ja, geil. Ich glaube, ich sollte mir hier schon mal Chests machen. Einfach so aus dem Grund. Hier erstmal eine. Gott. Hier so. Schmeiß dich auch raus. Hier Sand erstmal rein. So, dann hier noch Kaktuskanister rein und dann erstmal hier weitermachen. Ja, also, wo war ich? Ja, irgendwie. Kacke, schon wieder vergessen. Ich meine, ich war irgendwie da, so wo, wo ich das erzählt habe, dass die auf der Straße gelandet sind. Genau. Und da gab es ja diese Häuser, wo du dann als Herrenloser, sage ich jetzt, Hausloser, fällt mir auch gerade das Wort nicht mehr ein, hingehen kannst. Und da mussten sie sich halt dann, also er musste halt jeden Tag dann immer noch weiter versuchen, seine, ach nee, das waren keine Staubsauger, sondern irgendwelche ärztlichen Dinge für Ärzte, irgendwie sowas. Und da hat er halt ein kaputtes dann noch gehabt, eins übrig, das musste er aber auch irgendwie losbringen. Und da hat er das dann irgendwie repariert, irgendwie abends mal, als der Kleine dann schon geschlafen hatte. Und ja, und dann mussten sie halt dann sich immer früh genug anstellen bei diesem Waisenhaus. Na, Waisenhaus, was laber ich, bei diesem Obdachlosenhaus, um dann noch einen Platz zu bekommen. Und dann, wie ging's weiter? Ja, da, Gott, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen, also ich hoffe, ihr verzeiht mir. Bitte. Was war denn das? Gott, ich weiß nur noch, dass sie dann einmal es nicht geschafft haben und dann irgendwo, genau, er seinen Sohn noch irgendwo abgegeben hat, so dass wenigstens sein Sohn noch irgendwie einen Schlafplatz hatte und er war dann irgendwie in der U-Bahn oder so. Ja. Und dann, Gott, was hat er denn dann gemacht? Hier kann ich mal alles zu Holz machen. Ach man, ich tue das jetzt hier erstmal alles weg. Irgendwie hat das dann geschafft, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien und hatte dann irgendwie eine Idee für irgendwas Neues. Und hat es halt dann einer Firma vorgestellt und die fand das so richtig gut. Und ja, somit hat er dann praktisch sein Leben in Griff bekommen. Und ja, er war dann praktisch, hatte praktisch das goldene Los am Ende doch noch. Ich sag jetzt nur das goldene Los, keine Ahnung, wie man das sagt, keine Ahnung. Ich habe einfach nur das goldene Los gesagt, weil einfach, weil ich sagen kann, bla bla bla. Stellt mir keine Fragen dazu. Ja.
Wo war ich jetzt? Schoko. Alter, Musik. Ach so. Scheiß Musik. Kannst du auch weitermachen? Ja, mir. Ach so, ja, ich war ja noch beim Film. Also. Ich glaube, ich mache hier so weniger. 1, 2, 3. War das so? Jetzt habe ich hier 4. Jetzt habe ich hier auch 4. Hier lasse ich's. 3, 2, 1. 3, 2, 1. So. Zurück auf den Film. Hier. Wartet mal, da habe ich eine bessere Idee. Glaube ich. Ja, bin mir noch nicht sicher. Bahn, null Plan, wie ich das hier bauen soll. Das ist echt traurig. Ich will mich jetzt nicht an Debitors Haus anlehnen, aber ich finde das richtig geil. Ja, ihr könnt mir, ihr könnt es ja mal irgendwie per Hand zeichnen und dann fotografieren oder scannen, was jetzt nicht wirklich schön aussieht. Oder halt gleich am PC machen und mir das dann schicken per Link. Also da müsstet ihr es halt hochladen. Zum Beispiel auf, keine Ahnung, irgendeiner Seite. So wie ich halt bei der Seite, wo ich mein Dingens hochgeladen habe, meine Welt. Da könnt ihr es hochladen zum Beispiel. Ich weiß jetzt gerade wirklich den Namen nicht mehr. Also bitte, danke. Tschüssikowski, bla bla bla. Kekse. Ihr versteht's, hoffentlich. So, dann. Blob, blob und blob. Sollte ich hier vielleicht noch mal einen Ofen bauen? Eventuell aber auch nur. Ja. Und dann, dann habe ich ja gar nicht so viel wieder mal aufgenommen. Egal. Sonne ist bald unten. So lange schaufel ich hier noch. Schaufeln, tuten tun. So. Aha. Sieht schön aus. Sieht so, boah, erschreckt mich nicht so. So, jetzt sieht es wieder schön aus. Ja. Achso, was ich noch zum Film sagen könnte, also das mit der Wandgeschichte. Der Kerl ist dann noch 2006, also irgendwie weiß ich das noch, Fotogedächtnis, fotografisches, habe ich irgendwie so eine Art. 2006 ist er dann, hat er dann aufgehört, ist praktisch ausgestiegen und da hatte er ja richtig Glück, denn ansonsten hätte er die Wirtschaftskrise miterlebt, also hätte es ihn getroffen mit der Wirtschaftskrise und er wäre wahrscheinlich, also vielleicht, am Arsch gewesen. Und somit Glück gehabt. Wie gesagt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ja, aber nicht mit diesem Let's Play. Wie kann das hier am schönsten werden mit mir? Haha. Selbstbeleidigung. Self-owned. Ja. Projekt Hausbau. Schreibt's mir einfach mal in die Comments, wie ihr das machen würdet. Einfach so, bitte. Danke. Ja, fast symmetrisch. Ja. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Und das hier so. Ah, Idee. Dann hat man hier so eine Art Hafen. Warte, und da noch. Aha. Da noch und da noch zwei. Also doch noch mal weiter hinten.
hinter es hier. Und jetzt aber schnell ins Bettchen. Ins Heierbettchen. Und dann höre ich hier schon wieder auf. War für mich jetzt eher relativ kurz. Ja, war eine 15-Minuten-Folge wahrscheinlich. Hier gerade. Also, ich sag trotzdem jetzt schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr postet mir viel hier drunter. Ansonsten muss ich dann nochmal zurückgehen und da noch irgendwas machen. Ja. Bis zum nächsten Mal, Freunde der LP-Musik. Hahaha. Ja, tschüss.